Guten Tag, Leute, hier spricht wieder euer Peter Gim. So, Leute, heute gucken wir mal, wie wir gegen Leipzig spielen. Sind zwei Spiele noch, haben wir jetzt noch in der Woche, Leute. Und dann haben wir die Woche wieder abgeschlossen. Und dann bin ich mal gespannt, Leute. Ob wir es hinkriegen, gegen Leipzig ein gutes Spiel abzulegen. Wir wissen, ein bisschen ist noch da. Wir haben noch eine minimale Chance. Zweiter werden wir, Leute. Zweiter werden wir safe. Das denke ich, dass wir Zweiter werden wir zu 100%, Leute. Das denke ich, könnte ich mal werden. Ob wir Erster noch werden, werden wir nach diesem Spieltag werden wir sehen, Leute. Wir haben jetzt noch 9, ja, das ist heute der 32. Spieltag. Normalerweise muss dann entschieden sein. Wir schauen einfach mal heute. Wir müssen gewinnen. Das ist unsere Pflicht. Gewinnen ist unsere Pflicht, Leute. Und dann schauen wir einfach, was passiert, Leute. So würde ich sagen. Dann schauen wir einfach. Wenn wir heute gewinnen, wäre es natürlich mega, wenn wir gewinnen und dann ein schönes Sieg holen können. Und dann müssen wir hoffen, dass Dortmund, nur um zu gewinnen, Meister, müsste Dortmund jetzt bis alle restlichen Spiele zum Ende verlieren, Leute. Müsste Dortmund die restlichen Spiele alle verlieren. Bayern müsste alle Spiele gewinnen. Ob das machbar ist, ob das passiert, werden wir heute sehen. Das wird nach diesem Spieltag wird man sehen, ob Dortmund Meister wurde oder noch ein oder es dauert noch eine Woche. Aber wir schauen einmal, wir machen unser Spiel, Leute. Mehr können wir ja eh nicht mehr machen, Leute. Wir können eh nichts mehr anders machen als hoffen. Unser Spiel machen. So, mehr können wir nicht machen. Wenn wir gewinnen heute, es wäre mega. Dortmund verliert, noch besser. So, schau mal. Wenn wir gewinnen, wäre es mega. Wenn Dortmund verlieren wird, jetzt noch. Und mehr gewinnen wäre es natürlich mega. Es wäre halt richtig schwer jetzt noch. Ja, noch zwei, außerdem, ne? Wir schauen einfach nach diesem Spieltag. Nach dem Spieltag entscheiden, wird's entschieden, Leute. Da wissen wir mehr, Leute. Danach wissen wir viel mehr, Leute. Nach diesem Spieltag wissen wir vielleicht ein wenig mehr. So können wir es machen. Wir machen. Es war eine spannende Saison, die kann jetzt noch spannend werden oder noch.
Das Problem in der Defensive war, der ist noch dumm bisschen. Eigentlich hätte man das Spiel gegen Dortmund nicht verlieren, wenn das Spiel gegen Dortmund gewonnen hätten. Nach dem Spiel ist, war eigentlich die ging eigentlich, kann man so, war so ein bisschen die Luft raus, Leute. So ein bisschen war die Luft raus, Leute. Nach dem Dortmund-Spiel, wo man von wo man das Dortmund-Spiel verloren nach dem Spiel. War eigentlich das ruhig, aber wir wissen, es ist noch Zeit, Leute. Es sind noch Spiele. So muss man sagen, es sind noch Spiele. So muss man sagen, wir haben noch Zeit, Leute. Wir haben die, wir haben das Tor, jetzt muss Dortmund gewinnen, ach gewinnen, Dortmund gewinnen. Um noch dran zu bleiben, ja, das ist das Ding, Dortmund muss heute gewinnen. Okay, wir machen nicht auf Ballbesitz, so. So muss man sagen, wir machen nur. Ja, es wird spannend, Leute, aber wir wissen. Wir haben die Chance, es zu gewinnen, Leute, aber man muss halt gut spielen, das ist halt wichtig. Ja, wir schauen einmal mal zu. Mit Pavard müssen wir noch überlegen, was wir mit Pavard machen, Leute. Wir brauchen besseren Pavard. Das ist ein wir brauchen heute einen Sieg, Leute. Wir brauchen heute einen, um den Sieg in Leipzig. Und dann wenn man gegen Leipzig gewinnt, dann sieht es gut aus, Leute. Dann haben wir eine gute Show. So, 2-0, es sieht nach sie, nach aber es halt, es ist, wir haben wieder einen Groove gefunden, ne? Wir haben die Luft ein bisschen rausgekackt,
gegen Dortmund. Dann haben wir halt schlecht gegen Hoffenheim gespielt, Leute. Das Hoffenheim-Spiel war dann auch irgendwie so. Aber in den letzten Spielen sind wir wieder ein bisschen besser geworden. Und jetzt kämpfen wir halt bei, bleiben dran, nein. Kämpfen dran, und das heißt natürlich, wir geben nicht auf, und Dortmund gibt natürlich auch nicht auf, Leute, beide Teams. Beide Teams geben nicht auf. 2-0 führen wir, dann bin ich mal gespannt, Leute. Was man jetzt noch in der zweiten Hälfte mal, Lewandowski macht weiter Tore. Abseits. So, zweite Hälfte müssen wir durch. Wir können es schaffen, Leute. Noch eine gute Rückrunde noch hinzukriegen, Leute. Boah, das nächste Spiel geht's gegen Liverpool. Gegen Liverpool um den 1 ins Finale, Leute. Dann sind wir zumindest in zwei Finals, Leute. Und eigentlich kann man sagen, in drei Finals. Weil eigentlich in der Meisterschaft sind wir ja noch dabei. In der Meisterschaft sind wir ja auch dabei. Auch wenn wir halt noch sehr weit weiter hinten sind. Dann. Ah, schade, guten. Gut mitgedacht, Leute, gut mitgedacht. Hat gut mitgedacht, muss man sagen, Leute, hat gut mitgedacht. Eckball aus Wechsel, Hernandez rein und wieder ein bisschen ein paar gucken, wie es weitergeht. Weil jedes irgendwie bringt für die nächste Saison mehr Geld, Leute, was man. Mehr Geld um bessere Spieler, um eventuell, wenn wirklich neue aufhören soll, dann wollen wir natürlich einen guten Tormann holen. Eines sind für uns einmal zwei Ziele so ein bisschen, Leute. Eigentlich einen guten RV-Spieler, dann noch ein, wenn neue aufhört, neue Torhüter. Das sind die zwei, wo wir ein bisschen so machen müssen, Leute.
Das müssen wir so machen. Wenn wir es verlieren, sind wir raus. Spielerwechsel bei Bayern München. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 19, Alfonso Davis. Neu dabei, die Nummer 19. So, jetzt werden wir aber ein bisschen rausnehmen, ein bisschen wechseln, würde ich fast sagen. Weil wir haben eine gute, wir haben eine gute Mannschaft, das muss man sagen, glaube ich. Wir haben eine gute Mannschaft. Nur können wir sie, haben wir sie diese Saison in der Bundesliga nicht ausnutzen können. Ja. Mann, oh Männer. Oh Mann. Alle zwei gute Tore. Es geht um alles, Leute, um alles oder nichts, Leute. Bayern muss heute gewinnen, um noch minimal schon an Dortmund. Aber ich denke, in Dortmund, okay, in Dortmund wird nicht. Dortmund hat noch nicht gespielt, oder? Keine andere Tore irgendwie. Wenn die irgendwie die. Die Tore werden mir angezeigt, wie es aussieht, Leute. Aber wir müssen heute nur durchhalten, nur durchhalten. Ruhig weiter spielen, ruhig. Noch 3 Minuten auf der Uhr und immer weiter spielen. Abseits, ah ja. Schade. War leider abseits. Leider war es abseits. Leipzig kämpft, man weiß, Leipzig kämpft halt jetzt um. Ja, die sind halt diese Saison auch nicht überragend gut gespielt.
Für Leipzig geht es ja auch um viel heute eigentlich. Gleich wird abgefischt und Bayern holt sich zumindest 3 Punkte. Oder noch mit. Ich guck die Alter. Sabitzer 3 Tore. Oh, weil wir den Ball nicht wegkriegten. Nee, den Ball nicht weggeschlagen. Wir haben den Ball nicht aus dem Strafraum rausgekriegt. Wir haben den verdammten Ball nicht rausgekriegt. Und jetzt ist eh rum, Leute. Die Meisterschaft ist eh. Jetzt kann man sagen, jetzt ist die Meisterschaft ganz weg. Jetzt ist die Meisterschaft eh nicht. Jetzt kann man die eh nicht mehr gewinnen. Ja. Jetzt ist die Ehrung. Alter Mann, was war das für ein bitteres Spiel heute Abend wieder? Alter, was war das für ein bitteres Spiel heute? Und wie es aussieht, hat heute kein Team, keine andere Mannschaft heute gespielt, wie es aussieht. Heute noch eine Mannschaft gespielt heute. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Es ist alles schief gelaufen. Die Einstellung war da, aber war gut, aber am Ende. Ja. Mehr eine Balle draus. Wir haben den verdammten Ball. Genau. Wir sind jetzt ein bisschen angepisst, Leute. Wir wissen das auch denn jetzt. Es war doch klar, dass sie gut waren. So kann man es besser oder schlechter. Wir haben einfach nicht gewonnen, Leute. Und die Meisterschaft somit nicht verdient. Das war's auch schon. Vielen Dank. Die Meisterschaft durch das nicht verdient. So muss man sagen. Wir haben die dann einfach nicht verdient. So, jetzt gucken wir mal wieder die Monatsberichte. Erstmal hochkommen. Okay, wer ist denn? Der geht bald auf 70, okay, der ist bis jetzt unser Beste zurzeit, Leute, Niederländer, okay? Nicht schlecht. Okay. So, Leute, jetzt tun wir weiterspielen. Das Liverpool. Ich hoffe, Alter, jetzt sind wir. Jetzt wird's aber problematisch werden, Leute. Oh Mann. Jetzt könnte wirklich ein bisschen das Problem werden, meine Hand. Ja. Aber Leute, ich würde sagen, gegen Liverpool machen wir erst beim nächsten Mal weiter. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.